Ja, hallo Retro-Freunde und willkommen zu diesem besonderen Video. Ja, in diesem Video gibt es diesmal keine Neuigkeiten meinerseits, also keine Neuvorstellung von neu gekauften oder erworbenen Vintage-Retro-Sachen, ja, sondern ich habe zwei Ankündigungen zu machen. Zum einen, es ist soweit, mein Kanal hat die 700 Abonnenten erreicht. Ich möchte mit euch ein Gewinnspiel veranstalten. Zum anderen habe ich noch eine Info zur bevorstehenden Masters of the Universe Convention, den Los Amigos 3. Ja Leute, anfangen möchte ich mit der Los Amigos und es erklärt sich auch gleich, warum ich mit der Los Amigos anfange. Ja, die Los Amigos ist eine Masters of the Universe Convention, die dieses Jahr zum dritten Mal stattfindet, und zwar am 9. und am 10.10., also 9. und 10. Oktober 2021 in Hanau im schönen Hessen. Ja, es ist die dritte Ausgabe. Die erste Ausgabe hatte ich verpasst. Die zweite Ausgabe letztes Jahr bei Los Amigos 2 war ich zwar angemeldet, ja, aber aufgrund dieser ganzen Corona-Situation hatte ich irgendwann dann doch abgesagt, habe gesagt, es ist mir zu unsicher, ich weiß nicht, was passiert und so weiter. Und kurz darauf, nach meiner Absage auch, wurde ja sowieso die Convention etwas sehr stark reduziert. Ja, es war eine sehr kleine Convention und das ist dieses Jahr, Leute, nicht der Fall. Ja, die Los Amigos ist riesengroß. Ja, es ist in der Color Line Arena, glaube ich, in Hanau findet sie statt. Und ich werde vor Ort sein und der eine oder andere weiß es eventuell schon, ja, wenn er Facebook verfolgt zum Beispiel. Ich bin mittlerweile ja ein Stammkunde von Z-Toys, von dem Toyhändler, von dem Vintage-Toyhändler, der bei mir um die Ecke quasi wohnt, und habe schon das eine oder andere bei ihm gekauft. Und der Christian von Z-Toys hatte mich eines schönen Tages gefragt, hier, kommst du auch zur Los Amigos? Und ich sagte, ja, ich habe mich angemeldet. Und er sagte, hast du nicht Bock, ein bisschen mich zu unterstützen? Ja, und ich sage, ich habe gar nicht lange überlegt und habe gesagt, ja, na klar mache ich das. Ja, das heißt, Leute, für euch, ich werde, wenn ihr mich sucht, wahrscheinlich, sehr wahrscheinlich am Los Amigos, ja, auf der Los Amigos sein, am Z-Toys Stand. Ja, und werde den Christian da ein bisschen unterstützen. Hintergrund ist, wir verstehen uns richtig, richtig gut. Wie gesagt, ich habe ihn kennengelernt, dadurch, dass ich halt, nochmal für alle, die es nicht kennen, die nicht die Geschichte wissen, ich habe seine Anzeigen Ende letzten Jahres im Internet gesehen, auf Facebook, glaube ich, gesehen, ja, und habe nach einem Toys gesucht, nach Masters of the Universe zu kaufen gesucht, nach Bravestar zu kaufen gesucht, habe seine, wie gesagt, seine Anzeigen gesehen und irgendwann ist mir dann aufgefallen, Moment, die Postleitzahl, der Ort, das ist doch hier bei mir genau in der Nachbarschaft, ja, und es ist ein reiner Online-Handel gewesen, in Anführungsstrichen, ja, und habe dann halt mal angerufen, beziehungsweise habe, glaube ich, eine WhatsApp geschrieben oder sowas halt, ja, und habe gesagt, hier, ich komme aus der Nähe, ich würde gern was bei dir kaufen oder bei euch kaufen, könnte ich das auch abholen? Und er hat gesagt, ja, kein Problem, ja, macht er, machen wir, ja, machen wir einen Termin aus. Und bin dann hingefahren, habe was gekauft, war super zufrieden, ja, und das ist dann irgendwie zur Gewohnheit geworden. Also ich gucke mir jede Woche Freitag, wenn er den Shop befüllt, den Online-Shop an, gucke, ob ich irgendwas finde für mich, ja, pack's in den Warenkorb, ja, und ja, hol mir die Sachen dann ab. Und je öfter ich vorbeigefahren bin, umso länger haben wir uns unterhalten, haben lange über unsere, ja, Kindheitserinnerungen gesprochen, haben über uns für die Figuren unterhalten und so weiter. Und daraus ist, würde ich sagen, jetzt eine richtig gute Freundschaft entstanden. Ja, und wie gesagt, der Höhepunkt ist jetzt, dass der Christian gefragt hat, möchtest du zu Los Amigos kommen, mit mir am Z-Toys-Stand stehen, ja, mir ein bisschen helfen, unter die Arme greifen. Und ich habe gesagt, natürlich mache ich das. Ja, ich freue mich wahnsinnig darauf. Ja, also Leute, wenn ihr mich sucht, ich bin zu 90% am Z-Toys-Stand, wenn ich nicht ein bisschen rumschlendere halt, ja. Also kommt vorbei. Ich werde auch das ein oder andere vielleicht an so einer kleinen Ecke von mir ausstellen. Ja, ich muss mal meine Sammlung gucken, ob ich das ein oder andere habe, was ich nicht mehr benötige. Ja, vielleicht findet sich da ein Abnehmer auf der Convention. Würde mich freuen. Ja, ich werde mal so 3, 4, 5 Sachen halt einpacken und mal schauen. Und das wollte ich hiermit bekannt geben. Ja, ja, und somit, wie gesagt, ich freue mich, wenn ihr vorbeikommt, ja, schaut vorbei, sagt mal Hallo, ja. Ich hatte es auch schon bei der Grayskull Con gesagt, ja, im Vorfeld.
Ihr kennt mich, die ihr meine Videos anschaut. Ich kenne euch meistens nur von eurem Namen von YouTube oder von Instagram oder von Facebook, ja, aber oftmals habe ich kein Bild von euch. Ja, das heißt, ich weiß nicht, wer ihr seid, wenn ihr vor mir steht. Also sagt einfach kurz Bescheid. Ja, es würde mich sehr freuen, wenn ich den einen oder anderen persönlich kennenlerne und mal ein kleines Schwätzchen halten könnte. Ja, Leute, und der zweite Punkt in diesem Video ist, ich habe die 700 Abonnenten erreicht. Leute, ich bin geplättet. Ich weiß nicht, was ich sagen soll. Ich danke euch vielmals. Ja, ohne euch würde das alles überhaupt keinen Spaß machen. Ja, also ich finde es klasse, wie mein Kanal angenommen wird. Ich kann es nur immer wiederholen. Es ist vor kurzem, es kommt mir vor wie gestern, als ich das 100 Abonnenten Gewinnspiel gemacht habe. Ja, da ich die 100 Abonnenten erreicht habe. Jetzt bin ich bei 700 Abonnenten. Ich finde es Wahnsinn. Ja, und wie gesagt, diese Community ist so geil. Ja, also wie ihr meine Videos kommentiert, wie ihr meine Videos annimmt. Ja, ich bin im Austausch mit euch über die Kommentarfunktion, über Instagram, über Facebook. Ja, also ich finde es richtig, richtig klasse und es freut mich sowas von. Das ist keine Selbstverständlichkeit. Ja, das hätte ich mir am Anfang nicht zu träumen gewagt, ja, wie ich mit diesem Kanal angefangen habe. Ich dachte, ich guck mal, was passiert. Ja, ich zeige euch, was mir gefällt. Ja, und hoffe, dass es euch auch gefällt und es macht den Anschein, es gefällt euch. Das freut mich, ja. Ich freue mich jedes Mal über euer Feedback, ja, und möchte euch eine Kleinigkeit wiedergeben und habe jetzt deswegen dieses 700 Abonnenten Gewinnspiel ins Leben gerufen, ja, und ich habe zwei Gewinne, die ich den glücklichen beiden Gewinnern halt überreichen möchte, ja, und zwar habe ich einen Gewinn, der aus meiner Sammlung kommt, ja, und zwar könnt ihr gewinnen einen Masters of the Universe Origins Vintage Head He-Man. Der ist aus meiner Sammlung. Ich habe dann noch einen bekommen gehabt, ja, habe mir, ja, wie es immer so ist, wie es oft ist, wenn ich irgendwo sehe, dass es die Figuren online zu bestellen gibt, klicke ich drauf, weil man weiß nie, wo man sie herbekommt und habe dann halt den einen oder anderen zugeschickt bekommen. Und einen möchte ich davon abgeben, einen möchte ich euch schenken, ja, dafür, dass ihr meinen Kanal so gut unterstützt, so supportet, ja. Es ist OVP, die Figur, er ist unpunched hier oben, ja, er hat eine kleine Stresslinie hier oben an der Seite und hier unten war es auch irgendwie die Ecke, hier unten die Ecke ist ein bisschen gestoßen, ja, das heißt, wenn ihr OVP-Sammler seid, finde ich, ist es trotzdem ein schönes Stück, wenn ihr den auspackt, ist die Verpackung sowieso egal. Also wie gesagt, den möchte ich verlosen, verschenken. Ja, und ich sage auch gleich, wie das geht. Denn ich habe noch einen zweiten Gewinn. Ja, und den sponsert Z-Toys, der Christian. Ja. Solltet ihr irgendwie aus irgendwelchen Gründen den Shop nicht kennen, ich packe ihn unten in die Videobeschreibung rein. Wenn ihr zur Los Amigos kommt und Z-Toys nicht kennt, schaut euch mal da um. Der Christian hat richtig geile Sachen dabei. Ich habe schon das eine oder andere gesehen, was er mitbringen wird. Richtig, richtig klasse. Ja, und ich blende euch jetzt ein Bild ein, was der Christian sponsern wird. Und zwar, jetzt kommt's, er sponsert den Masters of the Universe Origins Landshark. Ja, den bekommt ihr zusammen mit dem Beastman aus der Masters of the Universe Revelation Minis Reihe und noch zwei Figurenstands, mit denen ihr eure Figuren halt sicher aufstellen könnt. Ja, auch das kommt ins Paket. Das heißt, Gewinnspiel Nummer 1 oder Preis Nummer 1, so rum, ist der Vintage Head He-Man von mir. Ja, der kommt von mir. Den habe ich, wie gesagt, bezahlt, gekauft. Den möchte ich euch schenken. Und der zweite Preis, wie gesagt, vom Christian von Z-Toys gesponsert. Ja, und zwar ist das, wie gesagt, der Landshark, der Revelation Mini Beastman und zwei Figurenstands. Ist das nicht geil? Ja, dafür, dass ihr den Kanal so supportet, von mir, von Z-Toys für euch. Richtig klasse, ja. Und wie gesagt, ich kann trotzdem, auch wenn ich jetzt hier was verschenke, ich kann nur sagen, vielen, vielen Dank für euren Support. Ja, das Gewinnspiel startet ab sofort. Ja, und zwar, ich habe es mir aufgeschrieben, das geht bis Sonntag, einschließlich Sonntag, den 3.10., ja, 23.59 Uhr, also Sonntag, 3.10.2021. Am Abend endet das Gewinnspiel um 23.59 Uhr. Ja, und alles, was ihr dafür tun müsst, ist eigentlich nur, ihr solltet Abonnent sein natürlich von meinem Kanal. Ja, like das Video, wenn ihr es natürlich möchtet, aber ihr müsst in die Kommentare schreiben. Ja, und das hat letztes Mal recht gut geklappt. Ja, und zwar den Hashtag willhaben, ja, und vielleicht, warum ihr genau diese Figuren
haben möchtet. Ja, es ist kein Muss. Also Hashtag will haben reicht vollkommen und ihr nehmt am Gewinnspiel teil. Ja, die Auslosung erfolgt dann in einem weiteren Video. Ja, wie gesagt, ich bin immer gerne in Interaktion mit euch. Das heißt, ihr könnt gerne ein paar Sätze dazu schreiben, wie ihr das findet, warum ihr die Figuren haben möchtet. Ja, interessiert mich. Ich werde auf jeden Kommentar antworten. Ja, wie gesagt, ist aber kein Muss. Ich drücke euch die Daumen, ja, dass ihr gewinnt, dass ihr diese Figuren gewinnt. Die kommen dann natürlich zu euch. Ja, und würde sagen, wir sehen uns beim nächsten Video. Viel Spaß, euer Retro Raune.